Hallo und guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Rovido Paesita für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Ich bin Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf dem Weg ins OnLife. Und das ist auch das Programm dieses Kanals, dieses Vlogs, dieses Channels, in dem es darum geht, die Transformation in die digitale Gesellschaft, die sich hier bei mir im Kleinen vollzieht, an der ich mitwirke und partizipieren kann, tief festzuhalten und zu dokumentieren und zu beobachten, wie ich mich dabei verändere. Zum Beispiel so in Richtung Homo Dementis oder mehr in Richtung Homo Digitalis oder wie auch immer. Ja, das ist die Einleitung, die ich jeden Tag spreche. Und natürlich spontan und natürlich auch immer so kleinen Varianten mit kleinen Abweichungen. Ja, heute ist also der 9.2., ein Sonntag. Wir haben jetzt gleich 9.35 Uhr. Und ja, ich nehme heute mit Naturlicht auf. Es ist hell momentan. Und ich nehme mit der Kamera auf, mit der Lavalier-Kamera hier, mit dem Lavalier-Mikrofon und mit der China-Kamera. Ich habe gestern so meine Kamera, die hatte eine Einstellung für die Zeit, fürs Datum und so, das haben Sie vielleicht bisher schon gesehen, auch unten rechts auf dem Bild. Und das habe ich jetzt geändert, das habe ich jetzt aktualisiert. Weil jedes Mal, wenn ich den Akku da richten muss oder da ausrichten muss, dann gehen diese Daten verloren und das wird dann auch zu mühsam, das extra dann wieder einzustellen und so. Ja, momentan scheint mir das Bild ein bisschen zu hell, zu überbelichtet zu sein. Das werde ich dann nachher nachkorrigieren. Und auch werde ich wieder mit Filter arbeiten. Ich habe jetzt DaVinci 16, habe ich gestern zum ersten Mal ausprobiert. Ich habe keine Änderungen feststellen können, außer jetzt im Design, so von der Handhabung. Da haben sich ein paar Sachen geändert. Ob das jetzt was Tiefgreifendes war, was mich hier betrifft, weiß ich nicht so genau. Ja, okay. Fünf Hauptpunkte wieder des Tages, also OnLife, Gesundheit, Ernährung, Lektüre und Medien. Ja, Thema OnLife. Mein Lieblingsthema. Also OnLife hat sich gestern nichts verändert, oder? Ja, jetzt ist immer noch so das Alte, aber ich muss jetzt an meiner Baustelle. Mein PC, den muss ich ja wieder aktualisieren. Ich habe ja alles total gelöscht. Und so nacheinander wird mir klar, dass das gar nicht so viel ist. Und ich brauche so eine Liste mit den wichtigsten Programmen, die ich habe und mit denen ich arbeite. Und eine Liste der Passworte und sowas muss man anlegen. Und daran will ich heute weiterarbeiten. Ich habe gestern mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Also ich muss die Dropbox installieren. Der Media Info, das Programm Media Info, das hatte ich immer drauf. Dann muss ich mal ausprobieren, wie das mit Adobe und Vegas ist. Ob ich sie wieder drauf bekomme. Und DaVinci habe ich gestern ausprobiert. Ja, den Ton habe ich also gestern hinbekommen. Der Ton ist wieder laut auf dem PC. Dafür klappt der Ton ja auf dem Tablet nicht. Ja. Thank you.
Ja, also ein Problem war ja bisher immer mit dem neuen Motherboard, dass ich da auf CSM war und ich kam nicht auf UEFI. Ich habe auf dem Motherboard auf dem BIOS, habe ich dann auf UEFI umgestellt, aber das hat nicht funktioniert. Der startete nicht damit. Warum genau, weiß ich nicht so. Ja, jetzt jedenfalls jetzt mit der neuen Windows-Version habe ich auch wieder UEFI. Das klappt also. Das habe ich also gestern umgestellt, UEFI. Und ja, mit dem Hyper-V bin ich noch nicht weitergekommen. Also, bei der Virtualisierung findet momentan auch so ein Kampf statt, dass man sagt, die haben ja von den 6 Reds, haben sie ja 6 für virtuell und da wäre ja schon die Virtualisierung intern genutzt sozusagen, die Einheit, dass man die dann gar nicht mehr extern nutzen kann oder weiß ich nicht, was das bedeutet. Das war gestern so eine Information, die mir ins Hirn hineingeprasselt ist. Ja. Also haben wir UEFI jetzt. Was habe ich gestern installiert? Ja, Blender habe ich gestern installiert. BeGIMP auch. Und so alte traditionelle Programme. Ja, was brauche ich noch? Ich bin bald durch hier mit den Programmen. War gar nicht so viel. Ich habe gedacht, das wäre mehr. Vom Aufwand her. Habe ich ja fast in 2 Tagen geschafft. Also Office habe ich also gestern installiert. Ich habe ja ein neues Office gekauft, Office 19 für 12,99. Kann man das glauben? Und das habe ich also gestern gekauft. Und dann kam aus, vorgestern habe ich das gekauft. Gestern Morgen fand ich schon den Link am Postfach. Und dann habe ich die erst so abgearbeitet. Ich habe sogar darüber ein Video gemacht. Jetzt bin ich also stolzer Besitzer von Windows 19. Ich weiß nicht genau, was sich da verändert hat, ob überhaupt und so. Ich muss damit mal umgehen. Ein Programm, das ich schon seit langer Zeit nutze, seit 2010. Das war das erste Office, das ich hatte 2010. Und jetzt mein zweites Office. Ich weiß nicht, wieso auf einmal die Software da so preiswert ist. Wieso man damit den Lizenzen da auf einmal so lockeren Umgang pflegt oder so. Früher haben wir da richtig viel Geld bezahlen müssen. Ein paar hundert Euro für eine Kopie. Der Kopie.
Ja. Also Office und Windows Pro habe ich jetzt. Und ein neues Motherboard habe ich gekauft. Ja, schon wo ist her. Und einen neuen Prozessor. Und davor habe ich eine neue SD-Karte gekauft. Also in einem so 500 Euro für die Hardware. Und die Software hat mich jetzt 30 Euro gekostet. Neues Betriebssystem und Office. Vielleicht will ich noch in DaVinci die Vollversion erwerben, damit ich da auf alle Filter zugreifen kann. Ja, jetzt müsste ich mich mal vertraut machen, wie das Office da funktioniert. Gestern habe ich gesehen, ich habe jetzt ein neues Programm, das nennt sich To-Do-Liste. Kannte ich natürlich nur alter Hut, aber trotzdem, das Programm war für mich neu. Kurzes, schlankes, kleines Programm. Und da kann man dann jeden Tag die To-Do-Liste anlegen. Ich habe für heute auch schon eine angelegt und für gestern eine nachgetragen. Also für heute habe ich eine auf dem ja, heute habe ich eine auf dem PC, aber ich habe keine ich müsste mich dafür auf dem Android quasi mit dem anderen Passwort anmelden. Ja. Das zum Thema Anlauf, glaube ich. Gestern habe ich fünf Videos noch gerade gemacht, so mit Ach und Krach. Habe ich gestern noch geschafft. Ja, PowerPoint möchte ich mir Tools ansehen, zu Windows Pro auch. Ob sich da was getan hat, was verändert hat. Und zu Da Vinci 16 Autotool, um da besser reinzufinden. Ja, also soweit mal zum Thema Anlauf, 5 Videos gestern. Jetzt bin ich bei 47 Videos im Februar bisher. Heute kommen noch mal ein paar dazu. Ja, das Video machen, das war jetzt gestern ungewohnt, weil die Ressourcen waren alle weg. Alles war woanders. Dann die Programme funktionierten anders. Wenn das die alten Programme waren, dann mussten die wieder neu eingestellt werden. Die Einstellungen hatten sich verändert. Die waren auf die Standardwerte zurückgegangen. Und so musste ich gestern jeden Schritt quasi überlegen.
Dann Relive habe ich gestern also eingeschaltet. Das klappte jetzt wieder. Und ein Sudoku habe ich gestern auch gemacht. Noch. Ein neues altes oder so ähnlich. Ja, man kann ein neues Betriebssystem, das nennt sich Bliss OS, OS für Operationssystem und Bliss, das soll so eine Art Android-Betriebssystem für PC sein. Aber das läuft dann über einen Sticker und wie das dann genau läuft, weiß ich noch nicht genau. Ich weiß noch nicht, wo man es herbekommt. Muss ich erstmal schauen. Auch eine Rechercheaufgabe für heute. Und ja, kommen wir zum zweiten Punkt. Die Batterie wird gleich wieder alt sein hier. Zweiter Punkt, also Gesundheit, Beine, ja. Die neueste Theorie ist, dass ich mich damit abfinden muss, dass nach dem Aufstehen die Beine immer schwerer sind, dass ich da erstmal mich einlaufen muss in den Tag und dass dann im Laufe des Tages, im Laufe der Bewegung auch, dass die Beine dann immer besser werden. Woran das genau liegt, weiß ich nicht. Bin ja kein Mediziner. Und die Mediziner, glaube ich, wissen das auch nicht genau. Die können das dann auch nicht sagen. Also, ich lebe zwar in der Wissensgesellschaft und in der Informationsgesellschaft, aber ich fühle mich irgendwie, als wenn ich trotzdem im Mittelalter leben würde. Dass man irgendwie wichtige Informationen gar nicht bekommt. Und auch nicht, was man tun kann dagegen. Ja, also das war Thema Gesundheit, wollen wir das nicht weiter vertiefen. Ernährung, ja, Smoothie habe ich schon gemacht, habt ihr gesehen hier. Und Funkulik Ernährung hat momentan das Thema Studien und Labore und Versuche, und um uns aufzuklären, wie quasi ernährungswissenschaftliche Tatsachen erstellt werden, wie man da naturwissenschaftlich vorgeht und warum man danach nicht weiter ist als bisher. Ja. Nächster Punkt. Lektüre. Ja, Lektüre habe ich natürlich gestern gelesen hier. Nachrichten habe ich gelesen. Dann sind die ganzen Sachen, die man lesen muss, die so im Alltag anfallen, so auch bei Software und so weiter, die ganzen Anleitungen, Bedienungsanleitungen und so, das habe ich zur Kenntnis genommen. Aber in meinem eigentlichen Vorhaben, meinem Buchvorhaben, die große Geistheit, bin ich bisher nicht weitergekommen. Vielleicht heute ist der Sonntag. Und den Tag der Besinnung. Vielleicht komme ich also heute
mehr dazu. Dann meine Seite zumindest zu lesen. Ja, nächster Punkt. Medien. Ja, Medien habe ich gestern gar keine gesehen. Ich wollte zwar sehen, aber doch, ich habe Sportschau geschaut. Sportschau, da kam aber nichts. Da kam kein Dortmund. Dortmund hat zwar gespielt, aber später. Und das Spiel wurde dann nicht übertragen. Und die haben verloren gegen Leverkusen. Dummerweise. Erst verlieren sie gegen Werder Bremen und dann gegen Leverkusen. Ja, und dann um 20 Uhr. Da war ich schon fertig mit der PC-Arbeit. Da habe ich im Tablet recherchiert und so. Ich hätte das Geld mal angemacht, aber da habe ich nicht weitergeschaut. Da war auch nichts. Ich habe zwar mehrmals nachgeschaut, aber ja, war kein Interesse da. Weder an Nachrichten noch an Unterhaltungssendungen oder Unterhaltungs. Ja, ist das überhaupt eine Unterhaltung? Ja, der ganze inszenierte Quatsch da. Ja, okay, wir haben jetzt 5 vor gleich 10 Uhr. Und gleich 10 Uhr haben wir. Also 10 Uhr. Das heißt, die Batterie wird alle sein. Ich habe meine 20 Minuten hier erfüllt für heute. Dann sage ich mal, tschüss Leute, macht's gut, wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und das war's dann.